So. Dich noch, dich nicht da. So. Und dann wollte ich, glaube ich, jetzt als nächstes zur Basis, richtig? So, habe ich zumindest am Ende der letzten Folge gesagt. Das sollte ich also mal tun. Auf den Geogon der Vergangenheit kann man sich ja meistens verlassen. Das heißt, einmal Ressourcen einsacken, dann die Basis weiterbauen. Und dann würde ich wirklich ganz gerne mit den... Train Signals weiterarbeiten. Das lief ja eben gerade nicht ganz so toll. Aber es lief halt nicht ganz so toll, weil keine Train Signals da waren. Habe ich die noch im Inventar? Zwei Stück, ja. Ja, das testen wir dann gleich. Erstmal hätte ich gerne Roboter, die mir Zeug geben und nicht da. Ah, ich glaube, die da holen gerade für mich Mauern. Kann das sein? Jo. Her damit. Und Stahl und Zahnräder und Eisen und sehr gut. Wie viele Roboter haben wir eigentlich inzwischen? 697 und 200 haben nichts zu tun. Das ist eine gute Zahl. Und 500 davon warten darauf, aufgeladen zu werden. Das ist so doof. Aber das ist noch ein Vorteil von unserem nächsten... von unserer nächsten Welt mit Ditech. Da gibt es nämlich mehr Roboter und größere Roboter und bessere Roboports und so weiter. Und ich habe ja auch schon diesen einen Mod vorgestellt gehabt, ganz kurz, dass man so eine Pfeile aufstellen kann, wo Roboter sich auch aufladen können. Das ist bestimmt cool. Die mal kurz wegmachen. Also ich wollte Stahl haben, habe ich. Ich wollte Mauern haben, habe ich. Aber ehrlich gesagt will ich ein paar mehr Mauern haben. So. Wir haben einen Zug. Wir haben Cargo Wagons. Wir haben kaputte Cargo Wagons. Ich sollte neue Repair Packs bauen. So. Dann eine Storage Chest, die nehme ich auch mit runter. Und in die Storage Chest packen wir die Ersatzteile rein. So, Türme wollte ich noch bauen. Dafür braucht man Batterien. Was fehlt da jetzt? Wieder Stahl. Okay, müsste ich gleich nachbekommen. Wir haben doch Stahl im System, oder? Ja, 6300 Stahl, das sollte reichen. Kupfer sieht immer noch tierisch mau aus. Eisen hat sich gefangen. Eisen ist wieder auf 18.000 Platten. Aber kein Eisenerz. Das ist komisch. Aber ja, das ist halt, weil es nicht im System selber ist. Es ist in den Requester-Chests. Und das zählt nicht zum eigentlichen System. Zum System zählt nur das, worauf die Roboter auch zugreifen können. Also Storage, Logistik-Chests, Provider-Chests, die passiven und die aktiven. So müsste das sein. Also wir haben momentan Eisenerz. Sogar gar nicht mal so wenig, aber es ist halt alles in den Kisten und muss erst eingeschmolzen werden. Also ist schon okay. So, du kannst weg, du bist leer. Du kannst weg, du bist leer. Du kannst weg, du bist leer. Und du bist noch nicht ganz leer. Oh, noch ein schöner Mod, der vorgestellt wurde in den Kommentaren. Wobei ich nicht weiß, ob ich den versuche auch mit reinzubekommen. Weil je mehr Mods man reinpackt, desto instabiler wird das Ganze. Das Spiel ist ja doch noch ziemlich, ziemlich Alpha. Ist ein Mod, der dafür sorgt, dass es eine Bahn gibt, die selbstständig Schienen legt. So ähnlich wie in Minecraft mit Railcraft. Da gibt es auch so eine Bahn, die Schienen legt. Das ist ganz cool. Das heißt, man setzt sich da rein. Man packt in die Bahn, Kohle als Treibstoff natürlich, oder gerade Schienen und kurvige Schienen und kann dann damit rumfahren und das Ding legt vor die Bahn die Schienen. Das hört sich sehr praktisch an. Aber ja, muss ich dann später gucken. So, wir haben jetzt Stahl, wir haben 26 Türme, das ist schon mal ein Anfang. Wir hätten genug für noch mehr Türme. Wir haben Radar, wir haben Kupferplatten, Eisenplatten... genug Muni. Was noch? Wir haben keine roten Chips. Wofür werden rote Chips jetzt verbraucht, wenn wir gar keine Forschung mehr betreiben? Ach so. Hier, ha? Huh? Ja, alles vorhanden. Alles vorhanden. 14 Stück schon, hey. Okay. Hier fehlt irgendwas Wichtiges, kann das sein? Kupfer.
Ja, okay, wir haben kein Kupfer, deswegen haben wir keine roten Dinger, das ist okay. Aber es müsste doch jetzt schon Kupfer ankommen, oder? Ich verstehe das nicht ganz. Der Zug fährt nicht. No path. Erz 1. Also erstmal darfst du ruhig mit Erz 2 anfangen. Go to station. Run. No path. Jetzt ist irgendwo. Obwohl, warten, wir sollten uns selber in den Zug reinsetzen. Irgendwo. Warum kann ich nicht fahren? Du hast schon Kohle, oder? Ja. Ah, okay, man muss es erstmal manuell anhalten und dann kann man manuell weiterfahren. Also ich fahre jetzt einmal die Strecke lang und irgendwo auf der Strecke nach hier unten oder nach oben fehlt ein Stück Schiene. Warum auch immer. Das heißt, wir sacken jetzt einmal kurz das Kupfererz einmal, was wir eh brauchen. Each. Each. So. Oh, Ärmchen habe ich hier vergessen. Das ist ein wenig peinlich. Habe ich jetzt genug dabei für Ärmchen? Ja, okay. Bau viele Ärmchen. Noch mehr Ärmchen, Ärmchen, Ärmchen. Ärmchen. Britzel, Britzel. Ärmchen. Okay, jetzt mach das voll. Du setzt dich rein, fahr ein bisschen nach vorne. Genau, mach den Wagen voll. Dann fahren wir jetzt einfach ein bisschen manuell hin und her. Ist ja auch okay. Damit wir wenigstens etwas Kupfer da haben in der Basis. Wir brauchen ganz schön lang. Wir brauchen noch schnellere Ärmchen. Oder Ärmchen, die man Module reinpacken könnte. Das wäre auch noch schick. Das Beladen dauert auch ganz schön lange. Wie passt da noch rein? Ich glaube, ich mache mal einfach so. Und werf das von Hand rein. Das ist ein Ticken schneller. So. Gut. Ab nach Hause. Hilft uns jetzt nicht bei dem Problem, dass es nicht selbstständig fahren wollte. Aber wir haben schon mal Kupfererz, während wir uns mit den Problemen näher beschäftigen. Und es ist cool, mit der Bahn rumzufahren. Und wahllos die Umwelt zu zerstören. Oh, 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 oh. Langsamer. Genau, leer machen. Ganz viel Kupfererz einschmelzen. Minus 120 Kupfererz, weil es gerade alles transportiert wird. Aber eigentlich müssten gleich viel, viel mehr Roboter kommen. Ich weiß gar nicht, wo die gerade hin sind. Achso, die befüllen auch mich. Ja, ist ja lieb. Obwohl ich in der Bahn sitze. Kommen also quasi zum Fenster reingeflogen und stopfen mich mit Eisenplatten zu. Gade. So, Problem ist jetzt, alle Schmelzöfen sind so eingestellt, dass sie sowohl Eisenerz als auch Kupfererz einschmelzen. Sie haben gerade erst eine recht große Ladung Eisenerz bekommen. Mal schauen. Was haben wir hier für einen Angriff? Nur Mauern beschädigt und 26 Türme schießen. Oh. Eine Mauer wurde zerstört. Was zur Hölle? 26 Lasertürme schießen gleichzeitig, schaffen es trotzdem eine Mauer kaputt zu hauen? Hänger ist da doch faul, oder? Da kommt der nächste Gegner schon. Ein einzelner. Ich glaube, ich fahre gleich mal hin. Jo, bye bye. Das ist cool mit dem Zug. Also wenn das Schienensystem ein bisschen besser ausgebaut wäre und ich mich ein bisschen besser auskennen würde mit der Steuerung und den Signalen und so weiter, dann könnte man richtig schön damit auch reisen. Ah, okay, ich habe es geschafft abzubiegen. Ich muss aber noch rechts zurück. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier ist jetzt Öl 1, wo nicht sehr viel Öl sein wird. Aber ich will von hier aus mal nach Südosten laufen und... Stopp! Ich will von hier aus mal nach Südosten laufen und da die Basis kaputt machen. Oder Süden. Passe ich nicht durch. Hier. Das
wurde nicht repariert, weil wir keinen Roboport hier haben. Kann ich schnell einen Roboport bauen? Nein, da brauchen wir 45 Dingensbombens für. Das ist nicht gut. So, so. Das reparieren wir kurz. So. Genau. Kriegst du hier noch einen Turm, da noch einen Turm. Hier noch ein Turm. Da noch ein Turm. Das sind echt viele Türme. Okay. Ja, das wird wahrscheinlich von hier gekommen sein. Also erstmal laufe ich nach Süden, einfach nur um zu gucken, ob hier irgendwo eine Basis aufgeploppt ist, dass das Radar noch nicht erwischt hat. Wir haben doch ein Radar hier oben, oder? Ich sehe da kein Radarsymbol. Ich sehe aber auch hier kein Radarsymbol. Das Ding hier. Das ist doch das Radarsymbol. Warum sehe ich das nicht hier oben bei uns in der Basis? Oder es geht einfach nur unter bei den zigtausend anderen Symbolen, ne? Hm. Ja, ich kann nicht wirklich sagen, was hier von jetzt das Radar ist. Das da vielleicht? Das da? Eigentlich müsste das hier sein. Okay. Also, wir gucken uns jetzt hier. Karte kann man nur mit M wegmachen. Ich gucke mich jetzt mal kurz hier unten, ob hier irgendwo eine Basis aufgepoppt ist. Danach mache ich die beiden Basen da platt. Das dürfte ja wohl soweit kein Problem sein. So. Einfach durchrennen. Oh, das sind viele Würmer. Okay. Okay. Nicht einfach durchrennen. Erstmal wieder aufladen und Sachen einsammeln. Da. Oh. Achso, das ist... Was ist das? Riesengras? Oh, Büsche. Ja, hier sind überall viele Basen. Das kriegt man nicht hin, alle Basen immer wegzumachen. Jedenfalls nicht ohne tierisch viel monotone Arbeit. Weg, 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 weg. Obwohl, in den Kommentaren gab es einen Tipp, wie man es hinbekommt, dass niemals mehr irgendwo Basen spawnen in der Nähe. Aber der ist grenzwertig. Also man kann eine gewisse Taste drücken und dann sieht man Felder, wo Gegner spawnen könnten. Und wenn man auf diesen Feldern dann eine Mauer setzt oder irgendein anderes Konstrukt, dann können da keine Gegner spawnen. Das heißt, du läufst durch die Gegend und setzt an taktisch günstigen Stellen jeweils ein Mauerstück und dann hast du deine Ruhe und nichts mehr spawnt um dich rum. Aber das ist sehr exploitisch. Das, du musst einfach nur hinbekommen, dass jede Basis gut genug gesichert ist. Ja, das kostet Ressourcen und ja, das kostet Zeit. Aber so ist das, glaube ich, gewollt. Und dann passt das auch. Und wenn es mal irgendwo eng wird, von wegen Sicherheit, dann läuft man halt kurz selber hin, piu-piut ein bisschen rum. Oder, wenn es zerstört wird, baut man es halt einfach neu auf. Und weiß man nächstes Mal, wie man es besser machen muss. Also, das kriegen wir schnell hin. So, so, so. Dich auch noch? Juhu, Radar, du hast ein Feld aufgedeckt. Oh, das heißt, hier muss ein Radar in der Nähe sein. Ja, sonst hätten wir auch gar nicht diese Blockansicht hier. Das ist okay. 22 Türme schießen. Bei Öl. Nee, bei Erz 1. Oh, das ist nicht gut. Da oben ist ganz krüppelig gesichert. Also da eine Mauer und eine Ecke und dann kann man da durchlaufen und. Anscheinend funktioniert's. Okay. Ich sollte öfters komisch bauen. Aber was soll's. Wir machen die eine Basis hier oben auch noch kaputt. Beziehungsweise nur die Spawner. Hier auch noch. Nur die Spawner. Und wo wir gerade dabei sind. Lalala. Oh, ja, Würmer sind doof. Wenn man regenerieren will, sollte man nicht in Würmer reinlaufen. Oh, Autosave. Lalala. Oh. Oh, das geht, okay.
So, damit haben wir jetzt schon mal einen Großteil der Spawner hier weggemacht. Das sollte eigentlich zur Sicherheit beitragen. Jetzt laufe ich kurz nach Hause. Obwohl, nee. Wenn ich jetzt nach Hause zu den Lasertürmen laufe, dann dauert es wieder eine Viertelstunde, bis alle Aliens nach und nach per Pathfinding den Weg dahin gefunden haben. Das will ich nicht. Ich schmeiß euch jetzt hier mal raus. Dann töten wir hier alles.